Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 auf der, lassen wir das mit den Versionsnummern, das sind zu viele. Ich habe dann von Michael nochmal einen Tipp bekommen bezüglich, ich glaube Polen war es, ne, Städteänderung. Habe das dann auch direkt mal installiert, wie wir sehen, es funktioniert. Und ich habe uns auch mal einen Auftrag rausgesucht, der uns nach Polen bringt. Und ich muss mal einmal ganz kurz unterm Tisch. Bin sofort wieder da. So. Weil irgendwie war an meinem Gaspedal die Klappe eingeklappt. Und ich wundere mich, warum das beim Gasgeben immer wegrutscht. Sie ist auch wieder da. Wir haben unseren LKW wieder komplett. Eigentlich die Achse nach oben machen, oder? So, es regnet, schnell wieder rein und wir holen unseren Auftrag ab. Der ist 47 Kilometer entfernt von hier. Natürlich wird mal wieder lustig. So, bis dahin mal ganz kurz eine Anmerkung. Ja, ich fahre hier verschiedene Mods und Maps und hast du nicht gesehen. Ich könnte natürlich in meiner Videobeschreibung, wenn ich denn Lust dazu hätte, diese ganzen Dinger da aufzulisten, könnte ich die Download-Links da lassen. Problem ist, ich habe keine Lust dazu. Zum anderen kann man das auf verschiedensten Seiten im Internet runterladen. Da muss man dann einfach mal gucken. Wenn mir jemand sagt, ich brauche den Download-Link jetzt, no. Erstens mal, ich bin nicht dafür zuständig. Ihr alle könnt Google bedienen. Das ist erstmal schon mal ein Ding. Und den Befehlston schon mal gleich gar nicht. An dieser Stelle bedanke ich mich auch nochmal bei Michael für deine ständigen Aktualisierungen. Wobei JLCCat einen da tatsächlich auf die Nerven gehen kann. Da haben sie gerade ein neues Package rausgebracht, 3 Tage später wieder. Das ist so. Da muss man sich dann fragen, ob man die alle drin haben will. So, wir fahren hier rum. Das passt ja. 44 Kilometer noch. Da liegt schon wieder irgend so ein Schrott auf der Straße. Ich stelle gerade fest, dass meine FPS ziemlich weit im Keller sind. Woran liegt's? Könnte mit dem Wetter jetzt zu tun haben, dass das natürlich grafisch sehr aufwendig ist, für die Grafikkarte anstrengend ist und damit die FPS natürlich in den Keller gehen. So, ich habe wieder mal die Balkontür offen. Dort. Ja, es hat eben gewittert, geregnet, aber wirklich Abkühlung. Naja. Ich glaube, wir fahren mal rüber auf die andere Spur. Oranienburg Süd, da holen wir also unsere Fracht ab. Na dann. Machen wir ein bisschen schnell unterwegs. Liegebruch. Germendorf. Oranienburg. So. Ich
Ja, das ist ein Auftrag, der uns hier tatsächlich mal nach Polen reinbringt. Ich muss nochmal nachgucken. Ich glaube, es war wirklich die Geschichte. Link findet ihr dann übrigens im letzten Video, was hier vor war. Was uns dann mal wirklich nach Polen reinbringt und wo man dann mal sieht, okay, was haben sie denn da Schönes gemacht? Wir wollen... Ich habe mir da auch mal ganz kurz was Interessantes ausgedacht. Glaube ich. Eingabe. Genau, Frachtmarkt. Und ich hatte gesagt, wir wollen den da fahren. Wir nehmen den Auftrag an. Kommen vielleicht in dieser Folge bis zur Grenze. Und morgen dann einen Schritt weiter. Das war doch fast perfekt eingepackt. So, und auf geht's. Da kommt nichts, da auch nicht. Wir könnten die Krawalllampen anmachen. Genau. So. Neubrandenburg, Berlin. Und ein Lärm da draußen ist unglaublich. So, und Gas auf die Autobahn und Gummi. Ich habe letztens in einem der Kommentare gesehen, da hat jemand nochmal das gleiche Problem wie ich mit dem Lenkrad und wundert sich, wieso das so schön sauber jetzt läuft. Ja, das war ein Akt bis dahin. Ja, dass die dran waren, haben es miterlebt. Letztendlich half nur der Schraubenzieher und eine Flasche Silikonspray. So. Hier wenig los auf der Autobahn. Ist ja schön, ist das ja, Mensch. 619, es gewittert auch noch. Ja, wie im realen Leben heute, ne? So. Da ziehen wir mal dran vorbei. Der tut uns nichts, noch nicht. Ich könnte eigentlich, solange wir auf der Autobahn sind, mal den Tempomaten reinmachen. Wir sind ein bisschen schnell mit unseren 90. Das heißt, wenn sie uns blitzen, müssen wir wieder ein bisschen was aus der Portokasse abgeben. Aber bei 913 Millionen, wo der Regen lässt nach, das ist schön. Ach, ist das schön. Guck, hier strahlt sogar noch ein bisschen die Sonne, ne?
Ja, was soll ich euch erzählen? Fällt nichts ein. Schönen Abend gestern gehabt, waren zum Geburtstag eingeladen. Erstmal beim Thailänder Essen. War sehr schön. Das war jetzt übrigens für euch. Ihr schaut das am Montag. Wahrscheinlich Montag, Erscheinungsdatum dieses Videos. Und ich zeichne Sonntag auf, also ist das Ganze auf dem Samstag. Genau, lecker essen erstmal, ne? Abends dann noch in so einem Club da, irgendwie, wie nennt sich der auf Deutsch? Grinsekatze, Chie, das weiß der nicht. Kleiner Club, so groß wie mein Wohnzimmer, hätte ich bald gesagt. Musik okay, nicht alles ganz so mein Ding, aber ich meine, wenn man in der Disco ist oder sowas, dann sieht das alles noch ein bisschen anders aus. Das Einzige war halt, irgendwann mal des Nachts, weiß nicht, ob das lauter wurde, es ging irgendwann einfach nur noch tierisch auf die Ohren. Und zwar ganz besonders das, was die Höhen anging. Was war gar nicht mal so schlimm, war nicht vorhanden, aber diese Höhen, du kamst wirklich, ja, es ist klar, ich fahre ja auch wieder. Du kamst raus aus diesem Club und hast im Prinzip überhaupt nichts mehr gehört, weil es war, nee. Ansonsten natürlich, ja, 10 Euro Eintritt, Getränke unter 5 Euro war nichts zu begucken. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und ob ich mir das als so kleines Klüppchen so erlauben kann, lassen wir es mal dahingestellt, ne? So, dieser Parkplatz ist nicht unser. Ich weiß gar nicht, warum ich hier über die Tankstelle fahren soll, was das soll. Hier sind auch wieder Stellen, hier sind wir schon mal lang gefahren. Hier hat man was geändert, deswegen ist es grau. Ich könnte mal den Tempomaten wieder reintun. So. Würde ich schaffen, wenn ich den den Begrenzer rausnehme. Mir fehlen teilweise die Worte echt. So, jetzt geht es offensichtlich anscheinend und vielleicht, und hast du nicht gesehen, Warschau, ist das Polen? Ich habe keine Ahnung von Erdkunde. Wir fahren jetzt offensichtlich schon auf die neue Map. Ich weiß nicht, ob die, doch, ich glaube, die komplette Map ist bearbeitet, nicht nur Polen, oder wie sehe ich das? Ich habe keinen Schimmer. Ich weiß nicht. Ich muss mir das nochmal durchlesen. So, erstmal wird hier an der Grenze natürlich nicht gebremst. Wir fahren ein bisschen langsamer, ja. Können die auch weiten, können die unseren Träger sehen, den wir drauf haben. Ich halte die doch nicht an. Du mich bedrängst, mein Freund, ne? Welcome to Poland. So. Okay. Also sind wir jetzt in Polen. So, alle abgehängt. Oh Leute, geht mir doch jetzt nicht auf die Nüsse hier, ne? Immer wenn ich fahre. Den ganzen Tag sagt keiner was. Den ganzen Tag will von mir keiner was. Aber wehe, ich fahre ETS, als wenn die da riechen. Wie die fliegen. Wie die fliegen sind die dann. Echt. So, ein bisschen müssen wir noch, ich denke mal, den nächsten Parkplatz
Wen könnten wir dann mal anfahren für eine Pause, für eine Folgenpause? Bevor wir dann in der nächsten Folge weiterfahren. So. Erstmal einen Saft geholt und was trinken. Könnte ich mir nachher noch eine erfrischende Dusche reintun? Mal gucken. Ja, da hinten ist ein Parkplatz. Den fahren wir an, würde ich sagen. Dann mal schauen, ob wir in der nächsten Folge dann die letzten 435 fahren oder machen, fahren wir noch bis zum nächsten Rastplatz. Komm, wir fahren noch einen weiter. Shell-Tankstellen. Okay. Gibt es überhaupt noch Shell? Ganz leichtes Zittern im Lenkrad sieht man ab und zu. Aber das sind, wie gesagt, das sind tatsächlich Kontaktprobleme, keine Treiberprobleme. Was ist dieses olle dusselige Potentiometer? Habe ich schon mal das wie bei so einem Lautstärkeregler beim Radio. Wenn da die Kohlebahn abgenutzt ist oder das Ding setzt sich mit Staub zu. Geschichte, dann habt ihr dieses Kratzen beim Lauten und Leiser machen. So, ich möchte hier mal an euch vorbei. Eigentlich. Da hinten war irgendwas, aber. Oh, hier ist ein Grenzübergang. Offensichtlich. Genau, und das passt natürlich jetzt optimal zum Folgen. Ich glaube, da haben wir nicht überzogen, wir haben nicht zu kurz. Da fahren wir jetzt einfach mal rechts ran. Oh, fahr doch noch langsamer, Mann. Dich schieben oder was? Ganz rechts kommen wir nicht durch, wa? Nee. Nee, da würden wir dann stehen. So, wir fahren mal hier durch. M wie München. MT, was ich mir herkomme. Nicht M. €53. So. Und wir fahren hier rechts rum. Wir fahren, pass mal hier zwischen. Das sind, ich habe es nicht so mit einpacken. So, an dieser Stelle bedanke ich mich für diese Folge bei euch fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Mal und sage erstmal ciao, ciao.